Ja, es gibt viele Finanzprodukte und auch die Verbraucherzentralen werfen da natürlich ein ganz genaues Auge drauf. Bei mir ist Philipp von Bremen. Er ist von der Verbraucherzentrale Bundesverband hier aus Berlin. Sie sind ja Marktwächter Finanzen sozusagen. Welche Themen sind denn da so aktuell? Worauf sollten ja die Anleger achten? Also bei uns im Marktwächter Finanzen haben wir 5 Schwerpunkte. Der Finanzmarkt ist relativ groß, fast unüberschaubar für Verbraucher. Deshalb haben wir Marktwächter Finanzen uns 5 Schwerpunkte rausgesucht, die wir thematisch bearbeiten. Einer davon ist das Thema Geldanlage, Altersvorsorge. Ein zweiter, der mit in dieses Themengebiet hineinspielt, das ist der graue Kapitalmarkt. Anleger, die Geld investieren möchten, sollten sich immer 2 Fragen stellen. Auf der einen Seite, welches Rendite-Risikoprofil passt eigentlich zu mir? Und die zweite entscheidende Frage ist, welches Interesse hat eigentlich mein Berater auf der anderen Seite? Will er mir nur etwas verkaufen oder hat er wirklich meinen Bedarf vor Augen und sucht das bestmögliche Produkt für mich raus? Heißt das dann im Gegenzug, sollte ich auch Geld investieren für einen unabhängigen Berater oder kann ich meinem Bankberater von zu Hause praktisch auch vertrauen? Das ist eine schwierige Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Als Verbraucherschützer würde ich immer ganz klar sagen, achtet bitte darauf als Verbraucher, dass ihr eine neutrale, eine unabhängige Beratung habt. Und die ist auf jeden Fall gewährleistet bei den Honorarberatern. All diejenigen, die provisionsgetrieben sind, die können unter Umständen von Fehlinteressen geleitet werden, einfach von der Provision. Denn wir müssen uns vor Augen führen, ohne Abschluss fließt keine Provision. Also hat der Berater doch ein hohes Ziel, einen Abschluss zu erzielen und bei mir als Verbraucher nachzuschauen, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, ein Produkt zu platzieren, was vielleicht dann nachher doch nicht exakt zu meinem Bedarf passt. Deshalb würde ich da empfehlen, der Honorarberater ist frei, hat vielleicht ein anderes Produktspektrum auch vor Augen und kann maßgeschneidert das zusammenstellen, was zu meinem Bedarf passt. Jetzt haben Sie schon so ein paar Sachen angesprochen. Gibt es denn auch Produkte, die Sie sagen würden, wo Sie sagen würden, die würden wir gar nicht mehr empfehlen, das ist aus der Mode sozusagen oder auch zu risikoreich? Ja, zu risikoreich, glaube ich, kann man so pauschal gar nicht beantworten, denn es gibt natürlich Personen, die sagen, ich kann das Risiko vertragen. Deshalb kann man nicht per se sagen, dass eine bestimmte Anlage komplett ausgeschlossen werden sollte, zu risikoreich ist. Das, was aber ganz, ganz entscheidend ist, dass man am Ende rausschaut, welche Rendite kann ich eigentlich erwarten mit dem Produkt? Gerade im aktuellen Kapitalmarkt, glaube ich, muss man sehr, sehr sorgfältig sein, welche Renditeversprechen ausgesprochen werden und was Nachkosten dann wirklich bei einem hängen bleibt. Deshalb ausgeschlossen ist nichts. Wir als Verbraucherschützer warnen ganz klar vor Produkten, die so intransparent sind, dass der Verbraucher sie nicht versteht. Und da müssen wir halt sagen, am grauen Kapitalmarkt gibt es sehr vieles, was sehr dunkelgrau ist. Und eigentlich für die meisten Verbraucher ausschließt als Investment. Deshalb da eigentlich die Bauchregel, das, was ich nicht verstehe und da, wo die Rendite besonders hoch und besonders glänzend und schillernd präsentiert wird, da lieber im Zweifel die Finger weglassen. Jetzt waren in den letzten Monaten Kryptowährungen ein ganz großes Thema, auch da sicher hohe Risiken. Was sagt die Verbraucherzentrale dazu? Also Kryptowährungen, da gibt es auf marktwächter.de auch eine junge Pressemeldung, die wir rausgebracht haben, wo wir sagen, wir warnen ganz klar davor, nicht alles das, was man schürfen kann, verwandelt sich nachher in Gold, sondern manchmal ist nur der Strom einfach verbraucht und nichts ist übrig geblieben. Deshalb an der Stelle sollte man sehr, sehr sorgfältig sein, was man eigentlich mit diesem Investment bezwecken möchte. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig, was die Zukunft von Kryptowährungen anbelangt. Einige werden wahrscheinlich überleben, aber zurzeit ist es eher ein Hype, der an alte Zeiten von Börsen erinnert, an die wir uns eigentlich nicht wieder zurückerinnern wollen. Haben Sie das Gefühl, jetzt im Internetzeitalter sind die Leute besser aufgeklärt oder vielleicht sogar im Umgekehrt schlechter, weil es einfach so viel Angebot gibt, dass man gar nicht mehr durchsieht? Also ich glaube, die Informationsflut hat unheimlich zugenommen und man versucht mit neuen Produkt- und Informationsblättern, BIPs genannt, den Verbraucher jetzt Instrumente an die Hand zu geben, dass sie transparenter sehen können, um was es sich handelt. Ich glaube, dass das noch ein weiter Weg ist, den wir vor uns haben, denn die Informationen, die heute kommen, die sind doch eher verwirrend. Ich meine, wenn wir uns Zertifikate anschauen, Basisinformationsblätter dazu haben zum Teil dreistellige Renditen im oberen dreistelligen Bereich und da sollte doch jedem transparent sein. Das kann so eigentlich nicht sein, die Berechnung ist da nicht richtig. Deshalb glaube ich, heute haben wir eher ein zu viel an Informationen und diese Flut sorgt nicht für bessere Anlageentscheidungen. Also vorsichtig sein, hinterfragen und gerade wenn es
große Versprechen gibt, nochmal deutlicher hinschauen. Danke Ihnen, Philipp von Bremen von der Verbraucherzentrale Bundesverband, und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.